Ja, hallo. Heute mal wieder ein Video zum Thema Steuerkette bei VW. Und da stellt sich oft die Frage, woran kann man sehen, ob die Steuerkette verschlissen ist, wenn man den Stirndeckel runter hat? Und wie hört sich das überhaupt an, wenn die Steuerkette anfängt, Mucken zu machen? Und wie sich das anhört und wie sich das ansieht, das gucken wir uns gleich mal an nach dem Intro. Viel Spaß! Damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, wie sich das anhört, wenn eine Steuerkette klappert, habe ich hier mal ein Exemplar für euch gefunden. Ihr habt gehört, bei dem zweiten Startvorgang war dieses ekelhafte Klappern gar nicht mehr zu hören. Das liegt einfach daran, weil dieser Kettenspanner jetzt Öldruck hatte und dementsprechend die Kette schon gespannt war. Also, hier haben wir den Steuerkettentrieb von einem 1,4 Liter Motor. Das ist ja der Motor, der die meisten Probleme verursacht. Eine alte Kette. So, wir können sehen, dass die Zähne hier an den Flanken verschlissen sind. Wenn ihr den Stirndeckel abmacht, liegt die Kette ja um das Zahnrad rum. So, und wenn ihr jetzt hier das mal bewegt, dann könnt ihr sehen, dass da Spiel ist. Ich zeige euch das mal von der anderen Kamera aus. Bei dem Zahnrad von der anderen Nockenwelle sieht das im Endeffekt genauso aus. Hier könnt ihr die auf den Zahnflanken das erkennen, dass die eingelaufen ist. Und auch hier bewegt sich die Kette. Ein weiteres Indiz ist, wenn der Kolben vom Nachsteller sehr weit ausgefahren ist. Also, wenn der so da hängt, alles im grünen Bereich, wenn der aber schon so weit rausguckt, dann ist was faul. Also, hier ist alles gut, hier hinten, hier vorne, aber wenn der hier so weit rausguckt, dann ist was faul. So, jetzt gucken wir uns zum Vergleich mal einen neuen Satz an. So, ihr seht einen ganzen Schwung Gerödel. Und wenn wir eine Steuerkette verbauen, ist es entweder Original VW oder Febi. Damit haben wir bis jetzt die besten Erfahrungen gemacht. Es gibt bestimmt auch noch andere gute, aber über die kann ich nichts sagen.
Bei diesem kann man die Kettenglieder zwar wackeln, aber nicht wegheben. Also nochmal im direkten Vergleich. Hier nochmal die alte Kette mit dem anderen Zahnrad und die neue Kette mit dem neuen Zahnrad. Hier bei der alten Kette messe ich 52,5 cm und hier messe ich 52,2. Hier noch nicht mal. 52, doch 52,2 zu. Besser wäre natürlich, wenn man zum Testen oder zum Messen mal die Kette auseinandernehmen würde, dass man sie mal in voller Länge messen kann. Aber diese wollen wir ja noch verbauen und dementsprechend lasse ich die mal unberührt. Hier, das ist die Kette aus einem 1,2 Liter Motor und zwar nicht die Steuerkette, sondern die Antriebskette zur Ölpumpe. Und ich war ganz verblüfft, diese lenkt sich auch, obwohl ja nicht viel zu machen hat. Wie das dann im Auto aussieht, das könnt ihr hier mal sehen. Ja, wenn ihr bei dem 1,2 Liter Motor das Problem mit einer klappernden Kette habt, dann werft auf jeden Fall einen Blick auch auf diese Ölpumpenkette. Wie gesagt, ich war selber erstaunt, wie die sich längen kann, obwohl die wird auch nicht gespannt oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie eine komische Konstruktion. Wenn ihr euch fragt, welches Öl wir verwenden, das ist das, auch hier, das ist nicht gesponsert. Das ist einfach das Öl, was wir für die VW-Motoren verwenden bei uns. Und zwar hat das, Moment, wo stehen sie? Hier unten die Freigaben, die entsprechenden, die 504 und die 507 von VW. Und es ist eben ein 0W30. Und da waren wir auch, ehrlich gesagt, immer ein bisschen skeptisch. Aber übrigens passt auf, wenn ihr das kaufen wollt, die heißen irgendwie alle Shell Helix Ultra, das ist total verwirrend. Es kommt hier drauf an, ECT, C2, C3 und dass dann hier hinten eben die Freigabe drauf ist, das ist halt wichtig. Wie gesagt, wir waren am Anfang auch echt skeptisch, was das Öl anging, aber es hat sich gezeigt, das funktioniert exzellent. Und es kann das Klappern der Steuerkette gerade im Kaltstart ja natürlich nicht wegzaubern. Also das ist natürlich, Öl kann nicht zaubern, aber es kann es zumindest reduzieren, weil ein 0W-Öl einfach schneller an den Schmierstellen ist, wo es hin muss und eben auch schneller Öldruck aufgebaut ist. Und deswegen kann der Öldruck bzw. das Kettenrasseln ja, zumindest mal verkürzt werden. Wie gesagt, aber zaubern kann das halt auch nicht. Ja, ich hoffe, ihr könnt jetzt besser einschätzen, wie eine Steuerkette auszusehen hat und zu klingen hat. Und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Als Abo könnt ihr hier über das Logo hinterlassen. Rechts und links kommt ihr zu meinen anderen Videos. Und ansonsten natürlich vielen Dank fürs Gucken. Macht's gut, bis bald. Tschüss.